Servus Männers, ja, willkommen zurück. Hier, da treffe ich doch neulich so einen Kumpel. Da sagt er mir, ja, Alex, ich habe dir was in die Garage gestellt, guck dir das mal an. Und ich so, was meinst du jetzt? Ja, weißt doch, du hast mir doch mal da für meinen Fahrradlenker was gelötet oder so ein paar Teile gestrahlt und hin und her. Und ich, ja, ich habe mal so für so einen alten Fahrradlenker so ein bisschen gelötet, dass der wieder gut aussieht, dass der wieder passt und funktioniert und so. Der hat mir so eine Kiste vorbeigebracht, da waren so ein paar Teile drin zum Strahlen. Ja, da dachte ich, okay, alles klar, der will so ein altes Fahrrad aufbauen hin und her. Dann gesagt, hier, ich habe dir das mal da reingestellt, ich bin jetzt fertig, guck dir das doch mal an hier. Da komme ich in die Garage rein. Ey, super, steht da ein Fahrrad. Ja, aber das ist nicht irgendein Fahrrad. Wir gucken uns das jetzt mal an, das müsst ihr mal sehen, das ist echt geil. Tja, da ist das ein Fahrrad von der Wehrmacht, was er komplett neu restauriert hat. Das ist echt Wahnsinn hier. Das sieht top aus. Sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Das ist echt krass. Jetzt erinnere ich mich wieder, ja. An so ein paar Teile kann ich mich da, habe ich wieder im Gedächtnis hier gerade. Der Lenker, was ich ihm gelötet hat hier vorne. Dann gestrahlt hier die ganzen Kettenritzel und solche Sachen, die Narben und all so ein Kram. Ja, das kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Hier ist sogar noch der Original Scheinwerfer drauf mit Tarnlicht hier vorne, mit der Tarnkappe. Das ist ja Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gesehen. Also es sieht wirklich super aus. Tja, dann den Gepäckträger, da hat er mir erzählt hier, der hat sich extra die Pläne aus Polen schicken lassen, damit er den nachbauen konnte. Hier alles schön sauber vernietet mit neuen Nieten, alles nachgebogen, also wirklich top Arbeit. Er hat auch die ganzen Kennzeichnungen drauf, hier hinten mit WH, also Wehrmachtsheer. Und das Fahrrad ist jetzt von 1940. Er hat auch geguckt, die Rahmennummer, das passt alles, das stimmt alles überein. Also es ist ein Original-Fahrrad von der Wehrmacht, also ein Originaltruppenrad, das früher eingesetzt wurde. Ist auch alles gemacht worden, alles neu eingespeicht. Ja, allein die Bremskonstruktion, hier der Bremshebel, wo dann hier unten aufs Vorderrad drückt, das ist wirklich richtig, richtig oldschool. Sogar noch hier mit Original Dynamo drauf. Das Einzige, was noch fehlt, hat er gesagt, ja, hier so die Kabel auf der Seite, die sind anscheinend unheimlich schwer zu bekommen, weil das Kabel sind, die noch in so einer Stoffummantlung sind. Da müssten wir jetzt halt mal schauen, ob man die irgendwie aus altem Bestand oder irgendwelche Nachbauten dann bekommt. Hier schön noch mit der Luftpumpe da unterwegs dann den Reifendruck mal prüfen. Das ist wirklich Wahnsinn hier. Sieht wirklich aus wie aus dem Laden, wie aus dem Ei gepellt. Das ist top restauriert. Hier mit zwei Rücklichtern. Einmal hier der Reflektor. Und hier an der Seite noch das Rücklicht. Auch schön dunkel, damit man es nachts nicht so gesehen hat, wenn man irgendwo gefahren ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Gut, beim Sattel, da hat er gesagt, da gehört eigentlich noch ein anderer drauf. Vorne mit so einer Feder, mit so einem Ring. Ich finde eigentlich, dass der ganz gut passt. Der sieht ja fürs erste Mal gar nicht so schlecht aus. Ja, Wahnsinn, oder? Sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Also ein Fahrrad schon, aber noch nie eins, was so alt ist. Hat mir dann noch ein Buch dazugelegt. Die Radfahrschwadron, Fahrräder im Einsatz der Wehrmacht von 1939 bis 1945. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat das hier alles feinsäuberlich aufgenommen und dokumentiert. Und ich habe doch hier schon mal durchgeblättert, da habe ich ja schon mal gesehen. Irgendwo waren doch die ganzen Fahrräder in den ganzen Ausstattungen drin. So wie es die damals gab. Ja, genau hier. So, hier sieht man jetzt. Hier genau, das ist der Sattel, der eigentlich drauf gehört. Ja gut, ich kann mir auch vorstellen, dass es unheimlich schwierig ist, Teile dafür zu besorgen. Ja, Truppenfahrrad hier. Mit Dreibein. Mit Laufschützer. Hier Truppenfahrrad mit leichtem Granatwerfer, Patronenkasten.
ist schon wirklich interessant hier auf jeden Fall. Festigungsvorrichtung für Munitionskiste hier in der Mitte. Ich meine, das müsste das eigentlich auch gewesen sein. Er hat irgendwas gesagt von wegen Granatkiste oder Munitionskiste, die noch fehlt. Ja, das ist schon, glaube ich, nicht einfach, sowas zu bekommen. Ja. Steuerung der Handbremse. Das ist schon toll. Das ist schon echt klasse. Ja, Wahnsinn. Das schaue ich mir alles nochmal in Ruhe an. Und auf jeden Fall nochmal eine kleine Runde drehen mit dem Radl. Tja, Wahnsinn. Cool. Auf jeden Fall richtig schön geworden, das Fahrrad. Also top restauriert. Ja, wenn euch sowas gefällt und ich ab und zu immer mal wieder so ein paar Kuriositäten hier irgendwie in die Werkstatt oder in die Garage bekomme, interessiert euch das? Soll ich da öfter mal ein Video drüber drehen oder so eine kleine Zusammenfassung machen, was ich denke, was auch interessant sein könnte für euch? Schreibt es am besten unten mal in die Kommentare rein. Aber wir müssen auch irgendwann unbedingt mal weiter an der Regina machen. Ich bin so halbwegs wieder fit. Ich denke, dass ich am Wochenende dazu komme, mal ein Video dazu zu machen wieder oder auf jeden Fall einen weiteren Aufbau, dass es da dann weitergeht. Gut, wir sehen uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und ich hoffe, dass ihr den gut verbracht habt. Vielleicht habt ihr eine kleine Ausfahrt gemacht. Das Wetter war ja einigermaßen in Ordnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut drin. Ciao.